Die Fülle an Papageifischen hat den örtlichen Hammerhai in Sapphire Bay gesund und seltsam aussehen lassen. Papageifischen hat den örtlichen Hammerhai in Sapphire Bay gesund und seltsam aussehen lassen.
Eine konstante Ernährung mit Korallen und Algen verleiht Papageifischen einen muschelähnlichen Geschmack. Ab 1946 begann WZUZ mit der Live-Übertragung der Country-Varieté-Show Hillbilly Hayloft Hoedown von Pier One. Die Gründerin von Amerikas größtem Hai-Finning-Unternehmen, Mama Mabel Bryant, hat mittlerweile eine ganze Flotte Freizeitboote gesammelt. Ihre missratenen Söhne Randall und Tyson lotsen sie oft in der Sapphire Bay herum. Mabel Bryant hat mittlerweile eine ganze Flotte Freizeitboote gesammelt. Ihre missratenen Söhne Randall und Tyson lotsen sie oft in der Sapphire Bay herum. Als Kyle noch ein Knirps war, nahm ich ihn mit zum Karneval. Die Tatsache, dass er Angst vor dem Riesenrad hatte, hätte mir verraten sollen, dass er nie ein Haifischjäger sein würde. Wie Menschen können sich auch Haie bräunen. Auch wenn ich bezweifle, dass dieser Hai hier ist, um eine knackige Bräune zu bekommen. Ahnungslos ist, zieht sich die Schlinge um seinen Hals zu. Dank dafür gebührt dem Profiteam aus Haifischjägern. Oh,
Any hunters out there? I'm gonna kill one shark. Sollen, dass er nie ein Haifischjäger sein würde. Show yourself. Port Clovis war lange Zeit ein Zufluchtsort für kleine Regierungsideologen und ist stolz auf seine lockeren Sicherheitsstandards. Die Grotte ermöglicht eine kurze Erholung vom Sturm und Drang des Golfs.
Die Haifischjäger sind angekommen. Bald werden wir sie in Aktion erleben und möglicherweise herausfinden, welcher von ihnen mein Autoradio gestohlen hat. Lazy Eye war früher mein Lieblingsleuchter. Da gab es einen Wärter namens Emil. Der hatte immer den besten Maisschnaps. Jetzt haben sie es da automatisiert. Ich sag euch, es macht viel weniger Spaß, mit diesem Computer zu trinken. Wie bei den meisten amerikanischen Städten waren die Gründer von Port Clovis Freimaurer und wahrscheinlich Illuminati, die sich in geheimen UFO-Basen trafen, um luziferische Blutrituale durchzuführen. Die Jagd ist vorüber. Aber dies ist nur eine Verschnaufpause, die ewigen Kräfte messen zwischen Mensch und Natur. Sensation. Der Hammerhai. Der einsame Jäger stolpert über eine weitere Nahrungsquelle.
der Bullenhai sieht und überwindet die deutlich überlegene Tiefenwahrnehmung seines Gegners. Proteinergänzung enthält keine Zusätze, sodass der Hai sich keine Gedanken über versteckte Farb- oder Geschmacksstoffe machen muss. Die Golfküste ist das Zuhause einer ganzen Reihe von schurkenhaften Meerestieren. Mir hat sie immer einen fairen Preis für Flossen gemacht.
auch Haie genug Masse aufbauen. Detros Lake sollte beschämend sein, nicht wahr? Aber in Port Clovis haben sie ein Denkmal aufgestellt. Man muss wohl in irgendwas der Beste sein. Der Bullenhai zieht sich zur ruhigen Besinnung in seiner Grotte zurück.